Endlich wissen wir mehr zur neuen Xbox-Konsole. Gerade eben gab es ja die offizielle Enthüllung, kann man sagen. Ich meine, wir wussten zwar, dass es eine Project Scorpio geben wird. Das wissen wir schon ein bisschen länger. Nun haben wir aber ein paar weitere Infos, konkrete Infos dazu bekommen. Und deswegen sitze ich hier mit den beiden Gebrüdern Sedlak. Das ist der Andi Sedlak und der Thomas Sedlak, die ja beide bei der Games aktuell sind. Und ihr macht ja auch sehr, sehr viele Xbox-Tests. Ihr kennt euch also entsprechend aus. Gut, über die Hardware-Experten von Digital Foundry wurden jetzt finale Angaben zur Leistung von dem Ding verraten. Und das ist ja das Spannende. Das interessiert uns. Und ja, 4K-Gaming ist ja auch dieses Schlagwort. Und wollen wir noch mal kurz drüber sprechen. Was ist denn jetzt euer Ersteindruck so nach dieser Ankündigung? Naja, also wir wussten ja schon, dass es 6 Teraflops haben soll, die Grafik, der Grafikprozessor, und es hat sich auch bestätigt. Er sagt, es sind genau 6, nicht mehr und nicht weniger. Also verglichen mit der PS4 Pro, die hat 4,2 Teraflops. Ja, genau, also der Richard Ledbetter hat da in seinem Video eben auch wirklich öfters mal mit der PS4 Pro verglichen, und das ist ja auch wirklich das Spannende. Ja, also das heißt, das, was Microsoft haben wollte, nämlich die stärkste Konsole am Markt, das werden sie auch haben. Und im Vorfeld wurde ja auch so viel diskutiert, reicht es überhaupt, um wirklich natives 4K-Gaming möglich zu machen? Es wurde verglichen mit dem PC. Und was haben sie gemacht bei Microsoft? Also Ledbetter war ja exklusiv bei Microsoft eingeladen. Ne, deswegen muss man alles so ein bisschen natürlich mit Vorsicht genießen. Also wir vertrauen dem Mann, weil der hat wirklich Ahnung. Aber es ist klar, wenn jemand exklusiv zu Microsoft eingeladen wird und dann dieses Video macht, kann man sich natürlich vorstellen, dass der vielleicht zumindest versucht wurde, eine kleine Gehirnwäsche zu unterziehen. Aber davon mal abgesehen, haben sie dann halt Forza Motorsport 6 innerhalb von 2 Tagen quasi auf die Scorpio portiert. Also hatten nur 2 Tage irgendwie Zeit. Das heißt, sie haben nicht wirklich das Ding ausgereizt, nicht groß angepasst. Und trotzdem lief es nativ in 4K mit 60 Frames und noch nicht mal bei voller GPU-Auslastung. Genau, ich glaube, die war bei 66%, die GPU-Auslastung. Also da sind einfach noch Reserven da, um natürlich über die Auflösung hinaus noch Verbesserungen bei der Darstellung eben zu erzielen. Und das ist natürlich auch für die vielen, vielen Menschen da draußen, die halt noch kein UHD-Fernseher haben, die vielleicht aber trotzdem sagen, Mensch, so eine Scorpio ist natürlich die neueste, modernste Konsole, die will ich mir auch hinstellen, aber ich profitiere halt nicht von der UHD-Auflösung. Ich spiele weiterhin nur in Full HD. Was habe ich denn selber für Vorteile dann? Mhm. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen, weil das ist bei der PS4 Pro ja, ich sag mal, überschaubar. Also da gibt es natürlich schon Spiele, wo man ein bisschen bessere Grafikqualität noch hat, aber in erster Linie geht es da wirklich um UHD. Mhm. Und bei Scorpio hoffe ich schon, dass halt über diese höhere Auflösung hinaus dann noch was zu sehen ist, dass man vielleicht einfach noch ein besseres Anti-Aliasing hat oder die Texturen einfach noch besser und schärfer sind. Das haben wir bei der PS4 Pro auch gesehen, jetzt bei den Spielen, die halt die aufgebesserte Grafik unterstützen. Horizon Zero Dawn beispielsweise, da gab es ja, kann man ja auch wechseln dann, ne, zwischen einem Modus, der halt auf die Optik, also höhere Auflösung und so weiter optimiert, und dann wiederum aber auch auf einen Modus, wo das Spiel einfach schneller läuft. Und die Xbox Scorpio, die würde das ja dann überflüssig machen, weil das wäre dann in höherer Auflösung und schneller, wenn ich das richtig hier rauslesen kann. Ja, und vor allen Dingen werden auch Spiele ohne Patch automatisch, wird die Framerate zumindest, wie sie es gesagt haben, dem Ziel näher gebracht. Sprich, wenn ein Spiel 30 Frames hat und es droppt dann so mal manchmal auf 27, 25, wie auch immer, dann soll das halt stabil mit 30 Frames laufen. Das heißt jetzt nicht automatisch 60 Frames. Das ist theoretisch natürlich möglich, aber da müssen sie es dann auch patchen. Aber ohne Patch ist es schon mal zumindest dann gelockt auf 30 Frames. Und genauso ja bei Spielen mit einer dynamischen Auflösung. Da gehört zum Beispiel Halo 5 dazu, da gehört Doom dazu, wo halt die Auflösung manchmal runtergeht, um einfach diese 60 Frames zu erreichen. Dass da eben die Auflösung automatisch quasi dann bei 1080 auf jeden Fall landet bei der Scorpio. Also dass man da eben natürlich dann nicht diese Wechsel hat bei der dynamischen Auflösung, sondern wirklich konstant da auch in 1080p mit seinen 60 Frames spielen kann. Okay. Ich meine, da hat man schon gemerkt, die legen da schon Wert drauf, dass natürlich die älteren Spiele, wir haben ja jetzt schon, wenn das Ding dann rauskommt, reden wir über 4 Jahre Xbox One-Spiele, dass man da halt auch davon profitiert und nicht nur bei den neueren. Ich meine, Stichwort Spiele, sie haben jetzt gar keine neuen Spiele gezeigt, darum ging es ja jetzt auch nicht, also da braucht man jetzt nicht zu enttäuscht sein. Die E3 ist ja Mitte Juni und da soll es natürlich kommen.
Aber klar, das ist im Zweifel dann das Wichtigere. Und das ist das, wo ich auch so ein bisschen meine Befürchtungen habe. Weil ich glaube schon, dass die Scorpio wirklich eine sehr leistungsfähige Maschine wird. Aber das Spiele-Line-Up, also die Exklusivspiele, klar, die haben Forza, die haben Gears of War und die haben Halo. Aber das wird ja auch irgendwann langweilig. Also so neue Marken, irgendwie neue Franchises, die richtig reinhauen. Da drücke ich mal die Daumen, dass wir da auf der E3 was sehen werden. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich meine, haben wir ja auch gesehen jetzt mit Horizon oder so, dass Sony da liefert. Es sind ja auch noch ein paar andere Sachen, Days Gone und so, auf die wir uns da freuen. Mit diesen Zahlen, so Teraflops und so weiter, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann damit nicht ganz so viel anfangen. Wir haben ja so Aussagen wie, dass die Grafikeinheit, also die GPU der Konsole 4,6 mal leistungsfähiger ist als die Grafikeinheit der aktuellen Konsole, damit man sich das vorstellen kann. 4 mal leistungsfähiger, das klingt schon sehr, sehr ordentlich, ja. Auch der Speicher hat mehr, also 12 GB insgesamt GDDR5 Speicher. Die PS4 Pro hat zum Vergleich 8 GB Speicher. Die Xbox One S auch und die alte Xbox auch. Und das klingt alles sehr, sehr ganz gut. Schon mal sehr, sehr vielversprechend. Was wir jetzt natürlich noch nicht wissen, ja, das ist der Preis von der Konsole. Ja, also ich denke, das ist relativ klar, wenn man sich die Daten anschaut, dass zumindest in der Herstellung das Ding teurer ist als eine PS4 Pro. Einfach weil, wie gesagt, die Chips natürlich nochmal leistungsfähiger sind, nochmal teurer sind. Ob das dann auch letztlich der Verkaufspreis sein wird, der dann höher ist. Oder ob Microsoft vielleicht sagt, nee, also diese 400 Euro haben sich im Grunde jetzt bewährt als die Schwelle, über die man eigentlich nicht drüber gehen sollte. Und wir nehmen vielleicht dann auch ein bisschen am Anfang zumindest aus strategischen Gründen den Verlust in Kauf und hauen das Ding trotzdem bei 400 Euro raus. Das muss man abwarten. Oder ob es halt dann wirklich eine teure Kiste ist. Ich meine, ich denke, wir sind uns einig, die 500 Euro, die ja die Xbox One am Anfang auch inklusive Kinect gekostet hat, das ist eigentlich die Obergrenze. Also ich finde, mehr kann man da irgendwie von den Spielkonsolen nicht verlangen. Und ich denke mal, in der Range 400 bis 500 Dollar und Euro dürfte sich das Ganze dann bewegen. Wenn ich mich richtig erinnere, die PlayStation 3 damals waren ja, glaube ich, sogar 600 Euro. Das war genau. Ja, die hat 599, genau. Ja. Da war es halt noch so, dass die natürlich mit dem Blu-ray-Laufwerk, das war damals noch relativ neu und die Konsolen halt relativ, die Standalone-Player relativ teuer. Ich meine, da ist natürlich, logischerweise haben sie jetzt auch bestätigt, ist ein UHD Blu-ray-Laufwerk drin. Ja. Das hat die Xbox One S ja bekanntlich auch schon. Ja. Die PS4 Pro aber nicht. Genau, da kann man ja auch drüber streiten. Habe ich gestern auch bei PlayStation Experience, wo wir waren, eine interessante Diskussion gehabt, ob sich dieses UHD Blu-ray-Format überhaupt so flächendeckend durchsetzen wird, weil logischerweise immer mehr die Leute halt streamen und auch 4K-Inhalte gestreamt werden. Und so eine UHD Blu-ray kostet ja momentan auch so 25 bis 30 Euro. Da gibt es dann immer dieses Gegenargument, dass halt nie mit einer richtig hohen Bitrate gestreamt wird und dass dann trotzdem die Qualität eines physikalischen Datenträgers besser wäre. Ne? Das denke ich schon auch. Aber natürlich ist immer die Frage, wie sieht man das? Wie deutlich sieht man das? Da brauchst du einen entsprechenden Fernseher dafür. Ne? Genau. Also ich freue mich auch auf schnellere Ladezeiten zum Beispiel, was auch wirklich so eine Baustelle ist, selbst bei der PS4 Pro sind mir die Ladezeiten immer noch zu lang. Da hat der Ledbetter einfach gesagt, durch die höhere Bandbreite sinken auch die Ladezeiten. Da sehe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Und zumindest bei den älteren Spielen, weil bei den neueren Spielen, wenn du natürlich, du hast natürlich logischerweise durch eine UHD-Auflösung einen höheren Datendurchsatz, also höhere Datenmenge, die durchgejagt wird oder auch geladen werden muss. Und würde natürlich Ladezeiten wieder verlängern. Also sprich, ob man bei den UHD-Spielen dann so viel kürzere Ladezeiten haben wird, muss man abwarten. Aber zumindest bei den Spielen, die momentan so ein bisschen als bekannt sind dafür, dass man sehr, sehr lange warten muss. Also da wird es, denke ich, schon eine deutliche Verringerung geben. Ich glaube einfach, dass es schon eher in Richtung 500 Dollar oder Euro dann gehen wird, weil Microsoft das erstmal als die stärkste Konsole der Welt verkauft, ist ja auch so. Wird sie dann sein, ja. Als Premium-Produkt, und Premium-Produkte sollen ja auch gerne mal einen Premium-Preis haben. Ob der Preis dann bleibt oder fällt, hängt natürlich von der Nachfrage ab, hängt aber auch von der Konkurrenz ab. Was macht Sony mit der PS4 Pro? Also deswegen glaube ich schon eher, dass es Richtung 500 Euro geht, aber drüber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, wenn du dann drüber bist, dann ist halt die Frage, ob man sich dann nicht doch lieber einen PC kauft, weil die sind ja nach wie vor, auch das muss man kurz sagen, ich habe mich mit einem unserer Hardware-Redakteure kurz darüber unterhalten, die werden das natürlich auch nochmal analysieren, aber obwohl das eine neue Konsole ist, die mit aktueller Technik arbeitet,
arbeitet. Sie arbeitet nicht mit aktueller High-End-Technik, nee. Also es geht noch mehr, auf dem PC beispielsweise, aber dann wird es natürlich auch entsprechend teurer. Das kriegst du dann nicht mehr für 500 Euro, das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Also eine Sache, wo ich noch gespannt bin, ist, das ist ja, die CPU ist ja sehr, sehr hoch getaktet. Ja. Und da hat man auch schon gesehen, den dicken Lüfter, der da drauf ist, da bin ich natürlich schon gespannt, wie dann die Lärmentwicklung sein wird, weil da ist man natürlich heutzutage bei Konsolen auch ein bisschen empfindlich und die Xbox One S ist aber, glaube ich, sehr, sehr leise. Und die PS4 Pro wird dann doch auch recht laut. Die kann schon hochdrehen. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und das kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch sein wird. Aber gut, auf der anderen Seite denke ich mal, dass die Leute, die wirklich sagen, okay, ich möchte so die modernste Power-Technik und Konsole haben, dass sie das vielleicht auch ein Stück weit in Kauf nehmen würden. Aber klar, es gibt natürlich eine Schmerzgrenze. Mhm. Netzteil haben, wissen wir auch schon, das ist verbaut in der Konsole. Das ist nicht so, wie es bei der alten Xbox One war. Mhm. Das ist also auch da drin. Ja, wie du schon sagst, also technisch klingt das alles sehr, sehr gut, ja, kann man schon sagen, ist auch so ein bisschen Befreiungsschlag für Microsoft sicherlich, aber ich bin auch so ein bisschen bei Thomas, ne? Es kommt natürlich auch auf die Spiele an letzten Endes, ne? Was nützt mir halt die dickste Konsole, wenn ich da nicht die coolsten Spielemarken drauf spielen kann, und deswegen bin ich auch mal gespannt, was da kommt, ne? An den Exklusivspielen. Bei Sony hat man halt einfach diese ganzen Studios, die ganzen japanischen Studios und so, bei Microsoft fragt man sich dann, was kann denn kommen, Forza, sprich Turn 10, machen ja dann auch Forza Horizon, Forza Motorsport im Wechsel. Das wird wahrscheinlich so bleiben. Das Halo-Studio 343 Industries machen ja auch dann den Strategieableger, der jetzt kam. Das heißt, da kommen wahrscheinlich nicht groß neue Marken. Mhm. Sie müssen dann entweder Studios akquirieren, vielleicht durch Exklusivdeals, indem sie viel Geld in die Hand nehmen, oder neue Studios gründen. Da bin ich sehr gespannt, aber einfach, wenn man sich das Line-Up jetzt anschaut von Sony und das von Microsoft, dann ist Sony einfach da viel besser aufgestellt, was Exklusivtitel anbelangt, und das ist eine riesen Baustelle, und das sagen wir als Xbox, ich sag mal Verfolger des Xbox-Marktes und Multiplattform-Markts, sagen wir seit Jahren, dass Microsoft da einfach nachlegen muss, und wir hoffen sehr, dass endlich mal was passiert, damit nicht nur die Leistung die beste ist, sondern das Line-Up vielleicht dann auch miteinander mitteilen kann. Wobei man daher sagen muss, dass diejenigen, die natürlich die stärkste Konsole haben, dass die jetzt nicht nur auf ihre eigenen Studios eben angewiesen sind. Sie haben jetzt auch gesagt im Zuge dieser Ankündigung, sie wollen die Entwickler wieder mehr auf ihre Seite holen. Bei der 360 war es einfach so, das war der Liebling der Entwickler, und PS3 war dann immer schwierig, und bei der PS1 und PS4 auch, genau, ein bisschen komplizierter, und jetzt bei der aktuellen Generation hat sich das umgedreht, da ist die PS4 der Liebling. Wenn wir jetzt einfach sehen, dass jetzt die Scorpio deutlich leistungsfähiger ist und sie gut mit den Entwicklern irgendwie zusammenarbeiten, dann kann man sich natürlich vom nächsten Call of Duty, vom nächsten Battlefield und so weiter und so fort, Assassin's Creed, wenn dann wirklich eine signifikante bessere Version auf der Scorpio läuft als auf der PS4 Pro, dann haben sie da natürlich eben auch den Vorteil, unabhängig davon, dass sie eben auch ihre starken Exklusivtitel liefern müssen. Das ist, wird auch sehr, sehr spannend. Ich meine, wir wissen das ja auch, wir machen ja zig von diesen Videografikvergleichen, das kennt ihr ja auch, und wenn man dann halt die PS4-Version mit der Xbox-Version vergleicht, dann muss man aber schon sehr, sehr genau mit der Lupe hingucken, um da Unterschiede zu sehen, und das wäre natürlich spannend, ne? Also wenn du halt so einen großen Titel hast wie ein Call of Duty oder ein Battlefield und ich dann sehe, Mensch, mit meiner Scorpio, ja, sieht das aber mal deutlich besser aus als auf der PlayStation 4. Das ist ein gewichtiges Argument, finde ich, also für so eine neue Konsole. Ja. Ja. Spannende Frage. Ja. Ich glaube, viel mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen. Wie gesagt, diese ganzen technischen Daten und so, da sind unsere Hardware-Freunde dran, um das noch so ein bisschen genauer zu analysieren. Da werden wir sicherlich noch was nachliefern. Das jetzt mal so zur ersten Einschätzung. Vielen Dank, Thomas, vielen Dank, Andi, dafür. Und schreibt ihr doch mal, was ihr davon haltet. Gebt uns Feedback. Ich glaube, wir alle hier, wir sind jetzt erstmal vorsichtig optimistisch. Schauen mal, was da passiert. Aber auch sehr gespannt, ja, wie es da draußen ankommt. Absolut. Ein Reinfall ist es auf keinen Fall. Aber vielleicht ist es bei euch ja einer. Dann schreibt es einfach. Und danke und viel Spaß mit unseren restlichen Videos.